Ja, ich freue mich, in eurer Mitte zu sein. Und durch die Gnade Gottes darf ich das nächste Jahr 50 Jahre gläubig sein. Und wenn ich jetzt mein Leben zurückblicke, was ich für Vorstellungen hatte zu Beginn meines Glaubenslebens, was du dann durch die Erfahrung im Laufe der Jahre alles erlebt hast, dann siehst du, dass die menschliche Sicht geistlich gesehen zwar immer nett und schön ist, dass sie aber in der Regel nicht der Realität entspricht. Und ganz erschreckend ist, wenn man feststellt, dass Jahre danach, man ganz ehrlich sagen muss, wenn man nur wie ein kleines Kind die Bibel gelesen hätte, dann wäre alles klar gewesen. Wir haben ja dieses wunderbare Thema aus 1. Korinther 15 und ich möchte einfach zu Beginn betonen, ohne Kampf kein Sieg. Auch die Leute bei Evangelisation locken und sagen, komm zu Jesus, dann hast du keine Probleme mehr. Es sind Narren. Das ist ein ganz einfacher Grund. In dem Moment, wie du den Herr Jesus annimmst, ist das entscheidende Geschehen. Das Blut Jesu Christi wäscht dich von deinen Sünden. Du wirst in derselben Sekunde in einem Geist zu einem Leib getauft. Du wirst in den Leib Christi hineingefügt. Du bist ein Gotteskind. Wenn du in der Sekunde stirbst, wachst du in der Gegenwart Jesu auf. Du bist im Vorhimmel, du bist beim Herrn Jesus und es ist alles wunderbar. Aber jetzt ist etwas passiert, was den Gläubigen oft gar nicht klar ist. Und da kommt unser Kampf her. Ich lese unsere Bibelstelle Kolosser 1, 13. Ich habe ja Manuskripte mitgebracht. Dort ist in der Regel nur eine Sammlung der Bibelstellen. Es ist also nicht der Ablauf der Verkündigung, sondern nur eine Sammlung der Bibelstellen. Kolosser 1, 13 ist eine der wichtigsten Bibelstellen für uns Gläubige bezüglich Kampf und Sieg. Da sagt die Bibel, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihm oder indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In dem Moment, wenn ein Mensch das erlebt, dass der Herr Jesus ihm die Sünde vergibt, wenn das Blut Jesu die Sünde hinwegnimmt und ich in den Leib Christi hineingetauft werde, passiert alles im Bruchteil einer Sekunde, dann sagt die Bibel, von dem Moment an bin ich errettet. Es gibt im Griechischen zwei Worte für Errettung. Das eine, das Wort heißt sozo, das meint praktisch errettet, um in den Himmel zu kommen. Das andere Wort heißt ruomai, das meint, dass er mich aus einer Not, aus einem Elend, aus dem Kampf, aus der Anfechtung, aus der Verzweiflung errettet. Das Wort steht hier, das zweite. Und da steht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Da steht im Griechischen ein Wort, das man im Deutschen nicht hundertprozentig wiedergeben kann. Das Wort heißt exousia und meint Vollmacht. Das bedeutet, der Teufel hat ein bestimmtes Recht, auch die Gläubigen anzugreifen. Er hat ein bestimmtes Recht, auch die Ungläubigen zu quälen. Und das ist seine Vollmacht. Aber jetzt sagt die Bibel, mit der Wiedergeburt hat Gott mich aus dieser Situation, wo der Teufel mich willkürlich angreifen kann, errettet. Und zwar, es ist die Herrschaft der Finsternis, da bin ich weg. Und dann hat Gott, der Vater, uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich bin jetzt ein Gotteskind. Und das passiert in der Sekunde der Erlösung, der Errettung. Aber jetzt kommt ein Problem, das steht in Lukas 4, in der Versuchung Jesu Christi. Und hier haben wir etwas, das ist dem Menschen meistens nicht klar, auch dem Gläubigen. In Matthäus 4 ist es noch deutlicher. Und zwar, wer hat den Herrn Jesus der Versuchung, der Anfechtung des Teufels ausgesetzt. Das griechische Wort, das ist Perasmos. Das bedeutet, wenn man es ganz genau nimmt, nicht nur Anfechtung, Versuchung, sondern es bedeutet Prüfung.
Es heißt hier, Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage vom Teufel versucht. Da Jesus ohne Sünde, voll Heiligen Geistes, wird trotzdem vom Teufel versucht. Was sind wir? Und hier haben wir jetzt ein Problem. Der Teufel sagt dann in Vers 6 zum Herr Jesus, nachdem er alle Reiche der Welt gezeigt hat, und da steht im griechischen Ökumene, da wird meistens die Zivilisation mit betitelt, also praktisch die Welt, die wir sehen. Der Teufel sprach zu ihm, dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, da steht wieder Vollmacht, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Es muss das klar sein, diese Welt, nicht nur durch die Zulassung Gottes, sondern es ist auch ein Gericht über diese gottlose Welt, wird ein Stück weit von Gott unter seiner Zulassung am Teufel ausgeliefert. Dort hat er die Vollmacht, dort kann er uns angreifen. Und jetzt ist das Problem bei dieser ganzen Sache, er sagt sogar zum Herrn Jesus, er gibt diese Macht, wem er will. Wir leben im System des Teufels. Wisst ihr, jetzt kann man natürlich sagen, was bedeutet das? Das ist ganz einfach. Ich habe mir das als kleines Kind einfach gemerkt, wie das passiert. Und zwar, da ist ein Grundproblem. Wir haben das Reich des Teufels und von der Sekunde der Wiedergeburt, wenn jemand gerettet wird, passiert mit mir und dir etwas, das wir nicht sehen. Wir fühlen das nicht. Das passiert hinter der Kulisse. Und zwar, die Bibel sagt, ich bin jetzt aus dem Herrschaftsbereich des Teufels herausgerissen, hineinversetzt in das Reich Jesu Christi, des Sohnes der Liebe. Und wisst ihr, was jetzt ist? Jetzt bin ich ein Fremdkörper. Ich bin ein ganz einfacher Fremdkörper. Ganz viele Anfechtungen kommen daher, ganz vieler Druck kommt daher, dass ich ganz einfach auf ein System treffe, das nicht Gott dient, sondern dem Teufel. Ich diene Gott, sie dienen dem Teufel. Ich lüge nicht, sie lügen. Ich betrüge nicht, sie betrügen. Sie sind Ehebrecher, ich bin kein Ehebrecher. Versteht ihr? Ich bin im System, wo die Sünde der Normalzustand ist. Und das ist um mich herum, wie Wasser. Und jetzt werde ich dauernd hier letztendlich berührt von dem. Ist euch aufgefallen, als der Herr Jesus sagt, wer gebadet hat, Wiedergeburt, muss nicht mehr gewaschen werden, der Schrein. Da sagt er, ausgenommen die Füße. Wisst ihr warum? Was ist mit den Füßen? Die sind auf dem Erdboden. Der Erdboden ist laut 1. Mose 3, Vers 17 verflucht um der Sünde willen. Das heißt, das ist die Berührung mit dieser Welt. Das sind die Fußsohlen. Überall, wo ich mit der Welt Berührung habe, letztendlich passiert dieser Druck, diese Anfechtung, diese Versuchung, wo ich dann letztendlich den Kampf habe. Und das kommt daher, weil ich nicht dazugehöre. Ich bin Fremder. Das ist mal ganz normal. Und die Bibel ist ganz sachlich. Sie sagt nicht, einmal bekehrt, einmal gerettet, immer gerettet, ich kann tun, was ich will, sagt sie nicht, sondern sie sagt was ganz anderes. In Hebräer 3, Vers 14 sagt sie was ganz Einfaches. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn, das deutsche Wort wenn ist immer die Bedingung, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Das heißt, der Kampf geht darum, bis zum Ende zu überwinden. Unser Bruder hat schon gesagt, Jonathan, es geht um Siegen, dass ich diesen Kampf gewinne. Aber das ist nur ein Teil dieser Anfechtung. In Hebräer 12, ab Vers 4, sagt zum Beispiel uns der Schreiber vom Hebräerbrief, ich denke, dass Paulus war, weil, schau, interessant, nur dem Paulus seine Briefe haben eine Suskription. Das heißt, es gibt im Neuen Testament, es ist in unserer Bibel eigentlich nicht drin, aber es gibt griechische Texte, da hat jeder Brief des Paulus hat eine Unterzeile, zum Beispiel geschrieben von Athen an die Korinther, geschrieben von, da steht immer dran, wo man es geschrieben hat, wer es getan hat. Und der Hebräerbrief hat diese Unterzeile auch. Also kann man davon ausgehen, es war der Paulus. Aber egal, Gott wollte es uns so nicht direkt zeigen. Und hier haben wir dann etwas. Er sagt in Vers 4 von Hebräer 12, ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Und da steht das Wort in der Medizin Agonie.
Kampf auf Leben und Tod. Und die Bibel geht jetzt hin und sagt, du kannst einen Teil der Erfechtung haben, dieser Kampf vom Teufel seine willkürlichen Angriffen. Aber du kannst auch Anfechtung und Kampf haben, weil Gott das tun muss, was hier geschrieben steht. Wenn Gott zum Beispiel merkt, dass ich mit der Sünde spiele, dass ich nicht ernst mache, dann kommt Hebräer 12,7. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch ja Gott als Söhne, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Wenn ihr aber ohne Züchtigung seid, an der sie alle Anteil bekommen haben. Ist ja klar, was das heißt. Es gibt keinen Gläubigen, gar keinen, den Gott nicht züchtigen muss. Das ist eine Notwendigkeit. Und zwar, dass wir mit der Sünde nicht spielen. Wenn jetzt Gott merkt, dass ich mit der Sünde locker wäre, dann beginnt er mich zu züchtigen. Und dann wird nämlich Folgendes passieren, das ist zu meinem Besten. Er sagt nämlich ganz klar, dann Vers 9, sollten wir uns da nicht vielmehr dem Vater der Geister unterwerfen und ihm leben? Denn jene, unsere leiblichen Väter sind gemeint, haben uns für wenige Tage gezüchtigt, so wie es ihnen richtig erschien, er aber zu unserem Besten, damit wir seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt es eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Es gibt eine Psalmstelle, Psalm 119, 67, die ist erschütternd, die sagt, ich lese sie uns mal, und zwar, jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, es geht nicht nur um Sünde, sondern es geht auch letztendlich darum, dass ich geistlich klar bin. Und hier sagt der Schreiber, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Wisst ihr, wir sind Menschen voll Irrtum. Wir können beim Bibellesen auf die falsche Idee kommen. Wir kommen zu falschen Lehren. Wenn sich da jemand vor Gott nicht berichtigen lässt, dann entstehen die Irrlehren, dann entsteht Verführung, dann entstehen die Sekten. Jetzt sagt die Bibel, Gott ist eurer Barmherzigkeit, geht hin und demütigt uns. Das ist das, wenn dir Dinge passieren, wo du dich blamierst. Kennt ihr das? Das sind die Dinge, die hasse ich, wenn das passiert. Ich will das nicht. Ich war gar nicht weit, schon ein Stück weit Richtung Stuttgart, in einer Gemeinde, es war in Sindelfingen, da habe ich einen Vortrag gehalten. Und es war eine wichtige geistliche Wahrheit. Und ich habe mal wieder, wie üblich, in der Hektik nicht aufgepasst. Ich habe einfach nicht aufgepasst. War menschlich. Und ich weiß, warum es der Herr zugelassen hat. Ich zitiere einen griechischen Begriff aus der Erinnerung, und habe prompt den falschen Begriff genannt. Was ich gesagt habe für die Sache hat gestimmt, aber ich habe den falschen Begriff genommen. Und am Schluss sagten die Brüder, das war wichtig für uns. Wir schicken diese, damals gab es noch Kassetten, wir schicken diese Kassette jetzt 70 Stück aufs Missionsfeld. Entschuldigung, sind wir mal ehrlich, bei wem kommt da nicht so ein ganz leiser Anflug von Stolz? Dann hat der Herr Psalm 119, 67 angewendet. Ich war ungefähr vielleicht 5 Kilometer weg vom Versammlungssaal. Wir wollten noch die Burg Liebezell besichtigen. Mit einem Schlag fängt der Heilige Geist ganz langsam an, in meinem Herzen zu reden. Du hast einen Fehler gemacht. Du hast das falsche Wort genommen. Ich hatte an der Burg keine Freude mehr. Ich bin die ganze Zeit nur im Auto gehockt, habe mir überlegt, hast du einen Fehler gemacht, hast du einen Fehler gemacht? Das wäre ja schrecklich, die schicke das aufs Missionsfeld. Genau darum, als der Herr mich dort den Fehler machen lassen, dass ich schön blamiert bin. Und dann bin ich heim. Ich bin ganz seltsam heimgefahren, relativ schnell. Dann habe ich das Auto auf den Gehsteig gerissen, bin rausgesprungen aus dem Auto, ohne überhaupt was zu tun, bin ins Wohnzimmer, habe sofort mein griechisches Neues Testament herausgerissen und habe geguckt, habe ich mich geirrt? Ja. Da muss ich hingehen und Beilage zu den 70 Kassetten schreiben. Meine lieben Geschwister, ich habe mich geirrt, so und so und so. Wisst ihr, und das hat so einen Dämpfer gegeben, dass mich das Fell, darf ich es mal schwäbisch sagen, eine Zeit lang nicht mehr gejuckt hat. Wisst ihr, und das muss Gott tun.
Gott muss es tun, um uns in die richtige Beine zu bringen. Und wenn er das nicht tut, dann haben wir ein Problem. Also wir haben einmal die Angriffe des Teufels, wird beschrieben in Epheser 6, Vers 10, vor allem ab Vers 12, weil im Luftraum die Finsternismächte uns angreifen, das sind die willkürlichen Angriffe. Wir haben aber auch das Problem, dass wir einfach Fremdlinge in dieser Welt sind und der Teufel ist der Herr dieser Welt und der Herr dieser Welt ist der Vater der Lüge. Das heißt, wir haben es die ganze Zeit mit Lüge zu tun. Und wenn du das dann siehst, dass du wieder angelogen wurdest, mir hat jetzt jemand betrogen, der hat mich nur betrogen, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass mir jemand so anlügt. So hat er mich angelogen. Das war eine Katastrophe. Natürlich sage dann die Gläubigen zu mir oder auch meine Frau, wie kannst du so dumm sein? Dann sage ich, ja, ich bin halt von mir ausgegangen, ich lüge doch nicht. Ja, der hat halt gelogen. Wisst ihr, und das ist auch ein Punkt, wo du dann Anfechtung, wo du Elend hast. Und Gott letztendlich lässt es zu, dass Menschen als Werkzeuge benutzt werden. Darum sagt Römer 3, 4, alle Menschen sind Lügner. Aber jetzt kommt zusätzlich noch zu dieser ganzen Sache die Erziehung Gottes. Und das ist die Anfechtung und die Prüfung, obwohl die auch unangenehm ist. Die Bibel sagt klipp und klar, keinem gefällt das. Aber die ist für uns positiv, weil durch diese Erziehung bringt uns Gott auf die richtige Straße und auf den richtigen Weg. Wisst ihr, was mit die dümmsten Tiere sind? Die Schafe. Was braucht ein dummes Tier? Einen Hirten. Ich habe mir schon überlegt, warum sagt die Bibel, wir Menschen brauchen einen Hirten? Weil wir einfach zu sehr von der Sünde geprägt sind, trotz Wiedergeboren, weil unsere Seele ist ja nicht gerettet, unsere Seele ist der Kampfplatz, weil wir ähnlich sind wie die Schafe. Wir lassen uns jeden Unsinn erzählen, auch die Gläubigen. Und das muss Gott uns austreiben. Also geht der Hirte der Schafe hin und bringt sie in Situationen, wo ihnen das ausgetrieben wird. Und das ist positiv, durch und durch positiv. Bloß, ich sage es mal ehrlich, ich wäre ja der größte Heuchler, wenn ich euch vorheucheln würde, dass wenn das bei mir passiert, dass es mir gefallen würde. Es gefällt mir nicht. Ist nicht schön. Aber jetzt sagt Paulus etwas und ich habe eine Bitte, wenn ihr Bibel lest, immer wenn steht, wir wissen, dann passt genau auf und sagt euch immer, wir wissen, dann fühlen wir es nicht. Der Teufel lügt uns nämlich zu 90% über unser Gefühl an, über unsere Vorstellung. Und ihr kennt die Bibel, Isaak fühlte Esau, es war Jakob. Und dann sagt die Bibel, an der Stimme hätte ich ihn erkannt, das Wort Gottes. Und jetzt kommt was Zweites. Wenn die Bibel sagt, müssen, dann haben wir genauso was Wichtiges. Hier sagt Apostelgeschichte 14, 22, dabei stärkten sie die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen müssen. Es ist ein Muss. Ich und meine Frau, ich bin nicht nur 50 Jahre das nächste Jahr gläubig, sondern ich bin das nächste Jahr 50 Jahre verheiratet. Manchmal, wenn wir uns austauschen, dann gehen wir einfach hin und sagt nicht schon wieder, nicht schon wieder. Wisst ihr, es passiert immer kurz vor einer Konferenz, kurz vor einer Bibelwoche, kurz vor Diensten, passieren bei uns einfach Dinge, die passieren normal nicht. Und die sind nicht nur normal, die sind völlig verrückt. Und dann musst du dir klar machen, es muss so sein, du brauchst es. Wisst ihr, ich verkündige völlig anders, wenn ich auf den Bauch reinkrieche vor Anfechtung, als wenn ich so locker reinmarschiere und sage, alles wunderbar. Ich kann mich aber keine Versammlung erinnern, wo ich reinkam und sagte, alles wunderbar. In der Regel kommt die Anfechtung, das ist normal. Aber es muss nicht bei jedem sein. Das hängt wieder mit meinem Charakter zusammen. Mancher braucht es stärker, manchmal braucht es jemand weniger stark. Gott macht es individuell. Aber es steht hier, wir müssen durch diese Trübsale ins Reich Gottes eingehen. In 2. Timotheus 3, 12 steht, alle, die gottselig leben wollen in dieser Welt, müssen Verfolgung erleiden. Auch der Druck von den Ungläubigen ist normal. Ich habe nur einer Kollegin von mir
auf der Bank ein neues Testament gegeben. Die hat zu einer katholisch-fanatischen Familie gehört. Allein durch das Lesen des Neuen Testaments, sie hat sich bis heute nicht bekehrt, kam sie zum Schluss, dass die katholische Kirche völlig daneben ist. Das hat sie ihren Eltern gesagt. Kurz darauf kam der Anruf, der Vater ist unterwegs und wird dich jetzt umbringen. Das war ernst, das war kein Spaß. Ich habe lange überlegt, soll ich die Polizei holen? War mir klar, nein. Ich saß dann die ganze Zeit in der Bank im hintersten Winkel auf dem Stuhl und habe nur gebetet und zum Herrn geschrien. Also ich sage es mal vorsichtig, das ist ja auch nicht der Normalzustand im Arbeitsleben. Und dann plötzlich war es, wie wenn Gott ein Fallbeil hätte fallen lassen. Mit einem Schlag kam der Anruf, er hat umgedreht. Und die haben mir versichert, dass es ernst ist. Wisst ihr, es gibt Dinge, wo einfach du Druck kriegst, Verfolgung, Anfechtung, wo über dich gelogen wird, wo man dich vielleicht sogar einsperrt. Wir haben ja jetzt lockere Zeiten gehabt seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber rede mal mit so einer Thematik, mit einem Menschen, der in Nordkorea seit 10 Jahren im KZ sitzt. Das hört sich ganz anders an. Denn wenn manche Brüder sagen, die Entrückung ist, bevor irgendwas passiert, dann sage ich, Entschuldigung, ihr seid eine westliche Wohlstandsgesellschaft. Guck mal, was auf der ganzen Welt ist. Guck mal, was mit den Moslems ist, wo überall die Verfolgung ist. Wisst ihr, das ist einfach normal. Und da kommt natürlich was Zweites. Ihr wisst ja, wie die Erlösung geht. Der Geist ist wiedergeboren. Der Mensch besteht aus Geist, Seele, Leib. Der Geist ist wiedergeboren. Perfekt. Die Seele ist mit Christus gekreuzigt. Die funktioniert nur, wenn ich annehme, dass ich mit Christus gekreuzigt bin. Der Körper ist nicht erlöst. Darum warten wir ja auf die Auferstehung. Aus dem Grund haben wir Krankheit. Aus dem Grund haben wir Elend. Wisst ihr, ist nicht schön, aber das ist normal. Wisst ihr, mir ist das Wichtige geworden, Anfechtung, Prüfung, Kampf, ist normal. Wenn jetzt Irrlehrer den Gläubigen einreden, dass alles glatt geht, dass ihnen nichts passiert, dann werden die Gläubigen verzweifeln. Dann werden die Gläubigen anfangen zu hadern. Dann gehen die Gläubigen hin und sind mit Gott unzufrieden und sagen, warum ich, warum nicht der andere? Und der Teufel wird dir immer den Bruder zeigen und die Schwester, bei dem alles wunderbar läuft. Bloß ich habe halt festgestellt, wenn man ein bisschen hinter die Kulisse blickt, dann hat jeder sein Paket zu tragen. Jeder hat den Ärger am Hals, egal wie er heißt. Und jetzt kommen wir nur zu etwas, das hattet früher die Gläubigen nicht. Ich hatte das früher auch nicht. 2. Timotheus 3,1 zeigt in den ersten 8 Versen, dass ein Endzeitmensch entstehen wird. Und das ist durch Corona nochmal ganz krass geworden. Da haben sich die Menschen nochmal völlig verändert. Da kam das nochmal richtig raus. Du hast einfach, je weiter der antichristliche Geist die Ankunft des Antichristen vorbereitet, je mehr hast du Veränderung der Menschen. Und das ist interessant, bei dem 2. Timotheus 3, dort ist ja eine Auflistung. Und da sagt die Bibel, das sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Jetzt kann man streiten, wann sind die letzten Tage, Gründung des Staates Israel, sicher wichtiger Punkt. Aber ganz wichtig, 1967, die Rückeroberung Jerusalems, dann sagt die Bibel, dann geht die Zeit der Heiden zu Ende. Jetzt sagt er, diese letzte Zeit wird geprägt sein von schlimmen Dingen. Und das Schlimm, das heißt im Griechischen Schalepoi, das ist das gleiche Wort, das benutzt wird für die besessenen Gadarener. Das heißt, die Welt wird dämonisiert werden, sie wird teuflisch sein, sie werden Dinge tun, die kannst du dir nicht vorstellen. Die Bibel sagt dann, sie werden sich selbst lieben. Wisst ihr, was die teuflischste Religion ist, die es gibt auf dieser Welt? Außer dem Satanskult, das ist noch schlimmer. Aber unter den normalen Religionen, das Teuflische, was es gibt, ist der Humanismus. Weil der Humanismus stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Wisst ihr, du würdest alles kaputt machen, nur dass man sagt, wir müssen das Klima für die Menschen retten. Das kann man nicht retten, das ist ein ganz einfacher Grund. Offenbarung 6 bis 8. Gott sagt klipp und klar, er wird ein Drittel dieser Umwelt als Gericht über eine gottlose Menschheit zerstören. Er wird einmal ein Viertel der Menschen töten durch Seuche, durch Krieg, durch Umwelt, durch viele Dinge. Und dann aus dem Überrest wird er nochmal ein Drittel töten. Wenn du das zusammenzählst, hast du genau 50% der Menschheit, die sterben wird.
Und dann sagt er in Sacharja 13,8, vor Israel wird er sogar zwei Drittel töten. Wisst ihr, das ist einfach Fakt und da stecken wir drin. Wir sind in dieser Endzeit. Und jetzt hast du lauter Menschen um dich rum, die sind nicht nur egoistisch, sie sind geldgierig, prahlerisch, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solche wende dich ab. Wenn du das jetzt zusammenzählst, mathematisch, dann hast du 18 Merkmale. 6 plus 6 plus 6. Strengzeitmensch. Wisst ihr, ihr habt jetzt lauter Menschen um euch herum, die genauso geprägt sind. Das gibt wieder ein Stück Anfechtung. Merkt ihr, die Anfechtung kommt aus ganz unterschiedlichen Ecken. Bloß ich muss mir immer wieder sagen, wir müssen durch diese Bedrängnisse durch. Es ist ein Muss. Ich kann dem nicht ausweichen. Im Mittelalter sind dann die Leute hergegangen, schon ab 600, und haben Klöster gegründet. Und am Schluss war die Sünde hinter der Klostermauer schlimmer wie vor der Klostermauer. Wisst ihr, die Sünde steckt im Menschen drin und das ist völlig wurscht, ob der eine Klostermauer zieht oder nicht. Die ist drin. Jetzt kommen wir zu etwas. Mir gefällt das auch nicht, aber es ist wunderbar. Es gibt auch Dinge, die mir nicht gefallen, die wunderbar sind. Ich glaube auch nicht, dass euch gefällt. Hosea 2,16. Das ist mit der seelsorgerlichste Text der gesamten Bibel. Die Bibel kennt zum Beispiel keine menschliche Seelsorge. Der große Hirte der Schafe, der große Seelsorger ist der Herr Jesus. Und jetzt erklärt die Bibel, was Gott der Vater durch seinen Sohn an unsere Herzen tun wird. Darum siehe, ich will sie locken und in die Wüste führen und ihr zu Herzen reden. Das heißt zu Deutsch, Gott muss mich manchmal in Anfechtung fallen lassen. Ist jetzt völlig egal, ob das ein Ergriff des Teufels ist, ob das die gottlosen Menschen sind, ob das mein eigener verschrobener Charakter ist, das ist nämlich das Nächste. Überlegt euch mal, wenn ein Paulus schreien muss, ich elender Mensch, ich tue nicht, was ich will, ja, was sollen wir denn sagen? Versteht ihr, wir selber sind ja nur eins von diesen Problemen, weil wir das nicht tun, was wir wollen. Und jetzt sagt Gott, um das alles ins richtige Lot zu bringen, und ins richtige Lot zu bringen, heißt, dass wir durch das vollkommene Opfer, durch die Gnade Jesu, dann am Schluss als Sieger dastehen. Das geht's ja. Sagt er, muss ich dich in die Wüste führen? Manchmal locken. Um dir zu Herzen zu reden. Wisst ihr, was das heißt? Das ist ja erschütternd. Gott kann manchmal nicht, wir werden das gleich sehen, zu meinem Herzen rede, wenn er mich nicht vorher in die Wüste führt. Das heißt, ich höre manchmal nicht mehr zu. Und ich will ihr, nämlich denen, die ihr dort führt, der Gemeinde Jesu, von dort aus, ausdrücklich haben wir das ganz rot angestrichen, von dort, von der Wüste, vom Elend, von der Anfechtung, von da, wo es mich, ich sage es einmal, wirkt, wo ich verzweifle, wie das ist, von dort aus ihre Weinberge wiedergeben. Was gibt mir Gott? Er gibt mir mein geistlicher Dienst aus dem Elend heraus. Und wir denken menschlich, humanistisch, am Teufel seine Lüge. Der sagt, Gott kann dich nur gebrauchen, wenn es dir gut geht. Ist gerade andersrum. Wenn es dir dreckig geht und du trotzdem zu Füßen Jesu liegst, dann wird er dich am meisten gebrauchen können. Das ist Fakt. Und ihr das Tal Achor, ihr kennt ja das Tal Achor, ist ja das Tal der Trübsal. Dort ist ja das Elend über Israel gekommen, durch Achan, zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort wieder singen soll, wie in den Tagen ihrer Jugend. Das bedeutet ganz einfach, Gott muss mich in das Elend führen, in das Elendstal. Dort kann er zu meinem Herzen reden, dort kann er mir den Dienst wiedergeben und dort werde ich die erste Liebe zurückbekommen, dort werde ich singen wie am Anfang. Es gibt hier zwei Stellen dazu, die haben mich noch mehr erschüttert. Hier ist ganz leicht zu merken, Jesaja 48,10, Jeremia 48,10. Zuerst Jesaja. Siehe, es ist wieder das seelsorgerliche Rede Gottes, ich habe dich geläutert,
aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Wenn ihr Psalm 12 anseht, dann seht ihr, dass Silber ein Bild ist für das Wort Gottes. Das Wort Gottes ist 7-mal geläutert, gebärt, es in irdenen Tiegel, es ist das göttliche Silber. Jetzt sagt die Bibel, ich habe dich geläugert, aber nicht im Silberschmelzofen. Das heißt, die Wirkung des Wortes Gottes hat bei mir keine Schmelze bewirkt. Wisst ihr, was Schmelzung bedeutet? Da wird der Dreck ausgeschieden, da wird weg. Also wenn man Gold zum Beispiel in Feuer nimmt, dann wird der Dreck ausgeschieden, es bleibt das reine Gold übrig. Das heißt, wenn du aufs Wort Gottes nicht mehr hörst, du kannst es nicht annehmen, oder du überliest es einfach, du öffnest dein Herz nicht mehr Gott, dann wirkt der Silberschmelzofen nicht. Das heißt, Gott kann durchs Wort Gottes bei dir nichts bewirken. Und dann sagt er, dann kommst du in den Schmelzofen des Elends. Und das ist die reine Gnade Gottes, die mich zurechtbringen will. Die Alten haben ein Sprichwort gehabt, das hieß, wer nicht hören will, muss fühlen. So einfach ist es. Um meinetwillen will ich es vollbringen, denn wie würde ich sonst gelästert? Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Wisst ihr, da geht es darum, wenn ich mich nicht läutern lasse, dann werde ich, ob ich will oder nicht, Gott die Ehre stehlen. Gott hat mich dahin gegeben, dass ich mich blamiert habe, bis auf die Knochen vor einer großen Gruppe, weil ich angefangen hatte, stolz zu werden. Und er wird dir jeden Stolz austreiben, jeden. Er wird dir alles austreiben, wenn du ehrlich bist. Wenn du aber Gott nicht dienen willst, dann gibt er dich einfach dahin. Wisst ihr, was das heißt? Er lässt dich machen, was du willst. Und das Schlimmste, was es gibt, die Erziehung Gottes, selbst dass er mich den teuflischen Anfechtungen aussetzt, ist immer höchste Gnade. Das Schlimmste, was mir passieren kann vor Gott, ist, wenn er mich laufen lässt. Es gibt nichts Schlimmeres. Ich fürchte nur eins, dass Gott mich laufen lässt. Wenn er mich erzieht, das ist wunderbar. Die Bibel sagt, es gefällt keinem, aber es ist einfach notwendig. Und wenn man dann zu Jeremia 48 geht, dann kommt was ganz, ganz, ganz Extremes. Und zwar, das ist jetzt eine ganz andere Ecke. Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt und verflucht, wer sein Schwert vom Blutvergießen zurückhält. Hört sich mörderisch an, ist aber was ganz anderes gemeint. Er sagt, verflucht ist, wer meint, dass man Gott so ein bisschen dienen kann. Billig. Wer sein Schwert, das Wort Gottes, das Schwert des Geistes, vom Blutvergießen zurückhält und nicht das Wort Gottes vollständig auf sich selber anwendet. Wisst ihr, bei uns steht in der Bibel das zweischneidige Schwert. Da heißt es, hat ein zweischneidiges Schwert. Das zweischneidige Schwert heißt im Grundtext zweimündig. Wenn ich ein Schwert des Geistes nehme und aushole oder vor meinem Angesicht habe, um anderen das Wort Gottes zu sagen, dann zeigt die Schneide immer auf den, den ich anrede. Aber wisst ihr, wo die zweite Schneide immer hin zeigt? Auf mich. Wenn ich zum Beispiel hingehe und das Wort Gottes nur noch benutze gegen andere und nicht nur gegen mich selber, dann hast du eines 100% sicher erreicht, dass du in den Schmelzofen des Elends kommst. Und das will keiner. Wisst ihr, vielleicht ist es Zeit, dass wir hingehen, unsere Herzen vor der Heiligen Schrift öffnet und beginnen zu sagen, rede Herr, dein Knecht hört. Die Schwester können sagen, rede Herr, deine Magd hört. Und dann lese ganz einfach, was da steht. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Gott ist kein Theologe. Gott ist die Wahrheit. Er meint, was er sagt, der sagt, was er meint. Und wenn hier was geschrieben steht, dann meint er es so. Und jetzt erklärt er, was passiert. Das ist für mich dann der Punkt, wo Gott bei mir ganz stark eingreifen muss. Moab ist von seiner Jugend an sorglos gewesen und ungestört lag es auf seinen Häfen. Es ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Es ist auch nie in die Gefangenschaft gewandert. Deshalb ist sein Geschmack ihm geblieben. Sein Geruch hat sich nicht verändert. Darum siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich, Gott tut es, ihm Küfer senden werde, die es umfüllen und
seine Gefäße ausgießen und seine Krüge zerschlagen. Wenn du vom Wort Gottes her nicht mehr verändert wirst, selbst wenn der Schmelzofen des Elends kommt und du wirst nicht mehr verändert, dann kann es sein, dass Gott etwas macht, er schüttet dich einfach um. Er verändert deine Umstände so, dass du dir vorkommst, wie wenn man Wasser in einen anderen Krug reinschüttet. Vielleicht zerschlägt er dir sogar der Krug, deine Existenz, kann alles passieren. Aber nicht, weil Gott es nicht gut mit uns meint, sondern weil er uns zurechtbringen will. Das ist dann die letzte Stufe. Und er sagt hier klipp und klar, es ist so, nur so verlierst du deinen Geschmack. Wisst ihr, was Hefe ist? Wir hatten bei uns in der Straße einen Küfer. Ein Küfer hat ganz viel mit Hefe zu tun, hat ganz viel mit praktisch gärenden Stoffen zu tun, ist der die Fässer macht. Und ich kann Ihnen nur eins sagen, ich habe als Kind nur eine Erinnerung, es hat fürchterlich gestunken. Jetzt sagt die Bibel, wenn du nicht umgeschüttet wirst, dann beginnst du geistlich zu stinken. Du wirst ein Ärgernis für deine Umgebung. Dann kommen die Leute, ich hatte Kollegen, die waren nicht gläubig, kamen aber aus einer frommen Umgebung und sie sagte zu mir, weißt du, Karl Hermann, wo ich zum Glauben kam, wenn ich die Frommen sehe, dann will ich nicht mehr. Also sie hat praktisch gesagt, was sie von den frommen Leuten in ihrer Umgebung sieht, schreckt sie ab. Das ist Jeremia 48. Wenn du jetzt aber selber in so einem Zustand bist, aber du bist ehrlich vor Gott, dann geht er in seine Gnade hin und schüttet dich um. Wenn er dich umschüttet, dann verlierst du diesen Geschmack. Dann stinkst du nicht mehr geistlich, sondern dann kommt der Wohlgeruch der Erlösung wieder zum Tragen. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Wie das Gott bei jedem macht, weiß ich nicht. Weil das bei jedem individuell geschieht, und zwar gemäß seinem Charakter, gemäß seiner Veranlagung, gemäß dem, was er nötig hat, gemäß seinem Dienst, gemäß seiner Situation. Da gibt es überhaupt keine Möglichkeit und das muss man vollständig ihm überlassen. Und jetzt kommen wir zu etwas, ich sage es ganz ehrlich, ich habe das jahrelang überlesen und bin erschüttert, dass man sowas überlesen kann. 1. Korinther 4,4, eine ganz, ganz zentrale Stelle für das ganze Thema. Ich bin mir nichts bewusst, aber damit bin ich nicht gerechtfertigt, sondern der Herr ist es, der mich beurteilt. Ein Paulus, überlegt einmal, ein Paulus muss sagen, ich bin nicht in der Lage, mich zu beurteilen. Der Herr muss mich beurteilen. Schon brutal. Wisst ihr jetzt, warum ihr Bibel lest? Die Bibel ist ein Spiegel. Und 2. Korinther 3 sagt, wenn du das Angesicht Jesu im Wort Gottes suchst, dann wirst du wie in einem Spiegel verwandelt. Und hier hast du dann etwas, dann fängt der Herr dir plötzlich an zu zeigen, was wirklich los ist. Ich sage euch aber, wenn das ehrlich geschieht, dann kannst du erschrecken und sagst, aha, wo stehe ich vor Gott? Und dann bricht auch manche Heuchelei bricht zusammen. Und die Bibel ist einfach realistisch. Und wem Paulus ganz wichtige Dinge geschrieben hat, ist letztendlich seinem geistlichen Sohn, dem Timotheus. Und er schreibt ihm ein paar ganz zentrale Dinge. Und das ist so einfach, das sich zu merken. Gell? Er sagt zum Beispiel 1. Timotheus 6, Vers 7, denn wir haben nichts in die Welt gebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir Nahrung und Kleidung haben, so soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden. Ich habe ja früher auf der Bank gearbeitet. Man hat mich immer gefragt, ob ein Gläubiger auf der Bank arbeiten kann. Ja, hat er gekonnt. Aber zwischenzeitlich sagen meine Kollegen, es geht jetzt nicht mehr. Mein alter Chef hat einmal zu einem Kunde gesagt, mein Kaufmann ist wie er ist, der ist auch ein Besonderer, aber eines garantiere ich Ihnen, er lügt Sie nie an. Und jetzt kommt das Problem, und das ist etwas, was der Mensch einfach lernen muss. Er sagt hier, die, welche reich werden wollen, fallen in Verstrickungen. Die Leute wissen, dass ich auf der Bank gearbeitet habe.
Was denkt ihr, was passiert ist, wenn hier, wo Corona war, wo andere Krise kommt, wo das Geld kaputt geht? Wisst ihr, und ich sage es euch ganz ehrlich, die Kreise, die hinter unserem Geld stehen, das sind teilweise die Jünger des Antichristen. Die sagen was ganz Einfaches, das weiß ich schon Jahre, das weiß ich schon zig Jahre. Die sagen, wir haben euch Gold und Silber weggenommen und haben euch dafür bedrucktes Papier gegeben, das keinen Wert hat. Und dann werden die Gläubigen nervös. Dann ruft sie mich an. Sie sagen nicht zu mir, Karl Hermann, was muss ich tun, dass ich nicht mehr sündige, dass ich keine Augenlust vollführe, dass ich nicht eifersüchtig bin, dass ich letztendlich nicht gierig bin, dass ich nicht dauernd was will, was ich nicht kriege. Versteht ihr? Dass ich nicht unzufrieden bin, dass ich hatte. Sie fragen mich was anderes. Was muss ich tun, dass mein Geld nicht kaputt geht? Nun, ich sage, da kannst du gar nichts machen, weil es ist schon kaputt. Du hast nur noch nicht gemerkt. Sie lassen dich nur noch ein bisschen zappeln. Wisst ihr, und das alles macht Gott. Und dann manchmal gibt er uns einen Schock. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du einen Schock hast, wenn du im Tal des Elends bist, wenn du nicht mehr weißt, was du tun sollst, dann passiert was ganz Einfaches. Dann wirst du beginnen, vielleicht auf allen Vieren, vielleicht auch anders, zum Herr Jesus zurückzukriechen. Dann wirst du beginnen, sein Angesicht zu suchen. Dann wirst du plötzlich merken, dass alles, was auf dieser Welt hat, keinerlei Wert hat. Wisst ihr, wir werden so daran gewöhnt, dass alles so nett und so freundlich und so lieb ist. Das, was hier in der Ukraine passiert, da kann es passieren, dass einer plötzlich auf den Knopf drückt. Das Hauptquartier der Amerikaner ist in Stuttgart. Viele von uns wohnen nicht weit weg von Stuttgart. Und wenn die Russen einen totalen Atomangriff starten, dann knallen sie zuerst schon mal Stuttgart weg und das nächste, was sie wegknallen, ist Wiesbaden und Rammstein, die haben genau ihre Orte und du weißt nicht, ob das morgen nicht passiert. Und für dich hast du nur ein Problem, nur ein einziges Problem auf dieser Welt. Bin ich heute in Ordnung mit dem Herrn Jesus oder nicht? Alles andere ist zweitrangig. Dein Papier, genannt Geld, dein Anzug, deine Haut, deine Gesundheit. Wisst ihr, jetzt macht sich alle Sorgen wegen der Heizung. Ja, ja, das sind die teuflischen Dinge, wo der Antichrist versucht, die Leute zu kassieren. Aber versteht ihr, das ist zwar ein Problem, aber unser Hauptproblem ist, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und jetzt kommen wir zu der wichtigen Stelle. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Stimmt das? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Jetzt kommt die Bibelstelle, die alle weglasset. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dass ich in Ordnung bin vor Gott durchs Blut Jesu. Und dann sagt er, dann wird der für alles andere sorgen. Und jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wer glaubt das? Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr so viel von meiner Frau zu erzählen, weil das ist ja manchmal nicht so schön. Aber ich erzähle heute trotzdem was von meiner Frau. Wenn ich dann beginne zu jammern wegen der Krankheit, ich bin jetzt über 70, wisst ihr, ich kriege auch jetzt langsam Dinge, wo du denkst, ja, könnte das was Gefährliches sein und überhaupt, dann jammere ich, mache meine Frau verrückt und so. Und dann sagt sie manchmal eiskalt zu mir, du predigst doch die ganze Zeit, man stirbt am Wille Gottes, was willst du denn? Und dann sage ich, ja, eigentlich hast du ja recht, du hast ja recht. Jetzt kommen wir wieder zu dem Problem, wir lesen das in der Bibel und wir glauben es nicht. Das ist unser Problem. Das Problem der Anfechtung ist, dass das, was die Bibel sagt, keiner wird zu Schande, welcher Gottes hat. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und die Gerechtigkeit Gottes, dann wird alles andere kommen. Denen, die Gott lieben, wird alles zum Besten dienen. Da steht im Griechischen mitwirken, parallel. Wir glauben das nicht, das ist unser Problem. Bei der berühmten Geschichte Lukas 18 vom ungerechten Richter, die er im Gebet den Herrn bedrängt, also der Richter bedrängt hat, sagt der Herr Jesus, werde ich den Glauben finden, wenn ich wiederkomme? Antwort ist nein. Wisst ihr, das ist das Problem. Die ganze Anfechtung ist überhaupt nicht schlimm. Der Ofen des Elends, selbst wenn ich laut Jeremia 48 umgegossen werde, das ist alles nicht schlimm, wenn ich vom Angesicht Jesu nicht weiche. Wenn ich mich reinigen lasse, wenn ich vor seinem Angesicht bleibe und wenn jede Not mich zum Herr Jesus hintreibt. Geschwister, passt auf, wenn irgendeine Not kommt oder Enttäuschung auch in der Gemeinde. Ich könnte euch jetzt, ich weiß nicht, ich habe es noch nie probiert, ich könnte euch wahrscheinlich eine Woche lang, stundenlang nur erzählen, was ich für Enttäuschungen im Reich Gottes erlebt habe. Ist normal. Warum ist das so? Weil es Menschen sind.
weil die Menschen nach dem Geist erlöst sind, aber noch nicht nach der Seele. Das kommt erst bei der Auferstehung. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt hast du auch in der Gemeinde immer Enttäuschungen. Du wirst dich immer ärgern. Du hast immer Dinge, wo du sagst, wie können die das? Das sind doch Gläubige. Und dann sage ich, ja und? Bist du keiner? Machst du das nicht? Wisst ihr, und das sind die Dinge. Da ist ein Mann hingegangen und der hat was Wunderbares gemacht, ein Prediger. Der hat gesehen, dass seine Leute nicht mehr mitmachen. Dann ist er auf die Kanzel gegangen am Sonntagmorgen und gesagt, hiermit schließe ich die Gemeinde. Wir machen noch genau einen Gottesdienst zur Auflösung der Gemeinde, aber ich habe eine Bitte, bitte kommt alle nochmals, die ihr je zu dieser Gemeinde gehört habt. Kommt noch einmal, wir lösen die Gemeinde auf dem Tag. Und dann sind sie in die Gemeinde reingekommen und hatten einen Schock. In der Mitte der Gemeinde stand ein Sarg. Und er sagt, wir werden heute eine Beerdigungsfeier halten. Wir werden die Gemeinde beerdigen. Und ich werde euch die Krankheit, die Ursache des geistlichen Todes, der unsere Gemeinde getötet hat, zeigen. Und dann hat er gesagt, bitte gebt dem Tote die letzte Ehre. Und dann sind sie alle um den Sarg rumgelaufen und haben in den Sarg reingeguckt, um dem Tote die letzte Ehre zu geben. Und da war ein Spiegel drin. Und dann hat er gesagt, guck, der geistlich Tote, der die Gemeinde getötet hat, bist du. Und dann ist was passiert. Sie sind dann raus und hinter alle wieder reingekommen. Und die Gemeinde erlebte Erweckung. Wisst ihr, das ist das Problem. Ich muss im Prinzip nur eines tun, dass ich alle Anfechtungen vollständig überwinde. Und ich zeige jetzt zum Schluss gleich nochmal die schlimmste aller Anfechtungen. Und zwar, ich muss gereinigt sein durch Jesu Blut. Und 1. Korinther 10, 13, Geschwister, und jetzt müsst ihr einfach ganz ehrlich sein zu euch selber. Glaubt ihr das uneingeschränkt, was ich jetzt lese? Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Aber das reicht doch, oder schon die menschliche? Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Damit sagt die Bibel, keine Erfechtung, kein Kampf wird über eine Grenze drüber gehen, wo sie mich geistlich zu Fall bringen kann, wenn ich vom Angesicht Jesu bleibe. Und Salomo, der der weiseste Mann war, außer Paulus wahrscheinlich auf dieser Erde, sagt, und das ist ein ganz wichtiges Buch, Buch der Sprüche und auch vor allem Prediger, sagt er, lass dich nicht vom Angesicht des Königs verscheuchen. Wisst ihr, und durch Erfechtung wird in der Regel, das hat der Teufel gern, dass er das dann macht, will er uns vom Angesicht Jesu verscheuchen. Ich muss nur letztendlich vom Angesicht Jesu bleiben, darf mir keine Probleme einreden lassen. Wisst ihr, wenn man jetzt sagt, um was geht es eigentlich bei allen Dingen? Da steht in 1. Timotheus 1, 5, Paulus sagt es, das Endziel des Gebotes, aber ich liebe aus reinem Herzen, gutem Gewissen und ein ungeheuchelter Glauben. Wir haben den Geist des Glaubens, wir haben das Blut Jesu, Diese Dinge kann ich problemlos haben. Der Heilige Geist ist ausgegossen in mein Herz und damit die Liebe Gottes. Ich kann es problemlos haben, wenn ich es im Glauben annehme. Ich brauche gar nichts tun. Ist alles einfach. Es ist so einfach, dass der Teufel uns immer einredet, so einfach ist es nicht. Und dann zeigt er uns die Anfechtung. Dann zeigt er uns, dass mir schlechter geht wie im anderen. Dann sagt er, wieso lässt Gott das bei dir zu? Ich habe Gott treu gedient. Wieso lässt er das zu? Wisst ihr? Und die Bibel sagt, Abraham ist der Vater des Glaubens. Als Abraham seinen Sohn nimmt, um ihn zu erstechen, um ihn Gott zu opfern, fragt Isaak, wo ist das Opfer? Aber er sagt zu ihm, Gott wird für das Opfer sorgen. Er glaubt 100%, dass Gott eingreift. Und am Schluss sagen die Paralleltexte im Hebräer 11, er war felsenfest überzeugt, selbst wenn er ihn ersticht, gibt ihm Gott ihn sofort durch Auferstehung wieder. Ist brutal. Wisst ihr, dieses totale kindliche Vertrauen, du wirst nichts tun, auch von den ganzen, soll ich sagen, Zustände, die Elendstal bedeutet oder die Umschütte bedeutet oder die Beschneidung bedeutet, du wirst nichts tun, was nicht mir zum Besten dient. Das ist alles die Liebe Gottes, die mich zurechtbringen will und mir das Sieg geben will durch Jesu Blut. Wenn man das begreift, dann wird man ruhig. Aber jetzt kommen wir zum Schlimmsten aller Angriffe.
Das, was ich jetzt sage, ist ein reiner Erfahrungswert. Wenn Leute bei mir Hilfe suchen, 100 Leute, dann sind es 95, die das Problem haben. Scheinbar ist das das Hauptproblem der Gläubigen. 2. Korinther 10, 4. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus und auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig ist. Das ist ein Riesenproblem, geistlich. Wisst ihr, alles, was ich gesagt habe, ist vollkommen nutzlos, wenn ich es nicht im Glauben so annehme, dass ich es wirklich glaube. Und das, was ich jetzt sage, es tut mir leid, wenn ich euch das sagen muss, aber es ist einfach so, Gott hat uns den Geist des Glaubens gegeben. Jeder Wiedergeborene hat den Geist des Glaubens. Das heißt, wenn Gott sagt, du sollst das kindlich im Glauben annehmen, dann kann ich das. Da gibt es überhaupt keine Einschränkung. Jetzt sagt Jakobus in Jakobus 1, es geht hier darum, dass man was erbittet vor Gott. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, zwei Seelen steht hier, unbeständig in allen seinen Wegen. Wisst ihr, was die Bibel sagt? Sie sagt nicht, du musst groß zweifeln. Sie sagt, jede Form des Zweifels schält Gottes Eingreifen aus. Das ist brutal, oder? Ich habe den Geist des Glaubens, ich habe keine Ausrede. Ich kann wie ein kleines Kind alles glauben, mich im Glauben draufstellen, wenn ich will. Und dann passiert's. Sobald ich anfange zu zweifeln, hört es auf. Versteht ihr? Und die ganzen Kämpfe durch Anfechtung. Und jetzt kommen wir zum Lügner. In allen Anfechtungen kommt der Teufel und lügt mich an. Der Teufel ist der Lügner. Wer ist die Wahrheit? Der Herr Jesus. Was ist die geschriebene Wahrheit? Sein Wort. Wer ist der Geist der Wahrheit? Der Heilige Geist. Das heißt, ich muss hingehen, in meinen Kämpfen zu sagen, was meine Seele sagt, egal. Ich habe zu meiner Seele schon gesagt, halt dein Maul. Und das war nicht der schlechteste Satz. Vielleicht extrem, aber ich habe das wirklich so gemeint. Ihr müsst hingehen, wie die kleinen Kinder, und eure Seele der Mund verbieten. Ihr müsst eure Gefühle wegwerfen, ihr müsst eure Vorstellungen, eure Gedanken, eure Einschätzungen wegwerfen, wie die kleinen Kinder, dann beginnt der Sieg. Und dann müsst ihr hingehen, wie die kleinen Kinder, wirklich wie Kinder, die Bibel ganz eifältig lesen, wenn Gott dann sagt, er wird nie zulassen, dass die Erfechtung, auch das Elendstal, über eure Kraft geht, dann stellt ihr euch im Glauben drauf und sagt Amen. Und dann reagiert ihr nicht mehr. Der Beweis, dass er glaubt, ist, dass er nicht reagiert. Versteht ihr? Einfach nicht reagieren auf die Anfechtung. Tun, wenn sie nicht da wäre. Und dann kommt das, dann legt man sich ihm auf den Altar. Aber wo geschieht das alles? Hier. In den Gedanken. Versteht ihr jetzt, warum 2. Korinther 10 sagt, der Teufel schafft praktisch etwas, die Bibel nennt es hier Festungen. Er redet dir so lange etwas ein, bis du das glaubst, obwohl es mit dem Wort Gottes nicht in Einklang ist. Du musst vom Wort Gottes her alles, was nicht mit dem Wort Gottes in Einklang steht, wegwerfen. Du musst diese Festungen zerstören. Ich nenne das die Schallplatte. Ich komme noch aus der Zeit, da gab es keine CDs, da kein Mensch wusste, was das ist. Inzwischen habe ich mir sagen lassen, CDs ist auch nicht mehr. Gell? Und die Schallplatte hatte ein Problem. Entweder wenn die dreckig waren oder wenn sie einen Kratzer hatten, dann sind die gesprungen. Wisst ihr, immer gleich, an der gleichen Stelle. Das hat dich genervt. Da bin ich hingegangen, ich ganz vorsichtig mit Seife gewaschen, in der Hoffnung, jetzt springt sie nicht mehr. Und das, was der Teufel hier tut, ist die Schallplatte. Die springt. Er gibt dir immer der gleiche Gedanke. Du schaffst es nicht. Du bist unwürdig. Du nicht. Du hast zu viel kaputt gemacht. Stimmt das? Ja.
Und trotzdem ist gelogen. Wisst ihr warum? Ich lese euch eine Stelle. Paulus hat die Gläubiger umgebracht. Paulus hat letztendlich gesagt, klipp und klar, ich war der Schlimmste, der hier rumgelaufen ist. Und jetzt sagt er in Philipper 3, Vers 13, Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich, vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Was tut Paulus? Ich vergesse, was da hinten liegt. Wisst ihr, was ich mache? Ganz praktisch. Ich habe Sünde, wo mir der Teufel dauernd vorhält. Ich habe Schwäche, wo mir der Teufel dauernd vorhält. Da gehe ich hin und sage, Herr, ich danke dir, dass das Blut Jesu mich vor dem so gereinigt hat. Ich danke dir, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass das vor deinem Angesicht so ist, wie wenn es nie geschehen wäre. Und jetzt lass es in meinem Bewusstsein so sein, wie wenn es nie geschehen wäre. Und alle, die mit dem zu tun haben, lass in deren ihrem Bewusstsein so sein, wie wenn es nie geschehen wäre. Ich glaube einfach, dass das Blut Jesu Christi alles auslöscht. Ich glaube einfach, dass das Kreuz jede Veranlagung, die negativ ist, auslöscht. Ich stelle mich einfach drauf. Wisst ihr, wer dann am lautesten rebelliert? Mein Gefühl. Und jetzt kommt was ganz Einfaches. Ich muss eine ganz kindliche, einfache Entscheidung fällen, ob ich diese Schallplatte zerstören will. Und wenn ich das mache, ich habe Leute schon gehabt, die waren im Rand der Psychiatrie, die waren durchgedreht bis zum Wahnsinn. In dem Moment, wie die geistlich, ganz einfach, sich auf das Opfer stellten, an Jesus geglaubt haben und die Schallplatte weggeworfen haben, kurze Zeit war die normal. Nichts passiert. In mancher Bibel steht drin, suche Jesus und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Ich fasse einfach zusammen. Erfechtung kann sein vom Teufel. Erfechtung kann sein von meinem Charakter. Erfechtung kann sein von den Leuten um mich herum, antichristliches Umfeld. Erfechtung kann aber auch Erziehung Gottes sein, die notwendig ist, weil ich Gott aus der Schule laufe. Warum empfinde ich dich so negativ? Weil Paulus sagt, du kannst es selber gar nicht beurteilen, du musst dich von Gott beurteilen lassen. Also wie liest man Bibel? Herr, rede, dein Knecht hört. Zeig mir, wie ich bin. Zeig du es mir, du. Wisst ihr, wir dürfen nie so weit kommen, dass wir uns selber beurteilen. Er muss uns durch die Schrift beurteilen. Wenn wir das alles tun, dann sehen wir aus der Schrift, dass alles zu unserem Besten ist, dass wir nie untergehen werden, dass nie eine Erfechtung über unser Haupt geht und dass wir 100% siegen werden, wenn wir uns wie die kleinen Kinder im Glauben auf das vollkommene Opfer stellen. Und das ist der Glaube, wo der Herr Jesus sagt, in der Endzeit wird er verschwinden. Unser Kampf geht um diesen Glauben, dass wir das im Glauben annehmen und dann durchschlagen und dann wird keiner von uns zu Schande werden. Ich bin früher mit einer Bruderschaft gut befreundet gewesen. Die war zwar in manchen Sachen nicht sauber, aber sie hat einen wunderbaren Wahlspruch. Wenn die sich gegrüßt haben, manche Gläubige haben ja einen ganz idiotischen Wahlspruch. Sie fragen, wie geht's dir? Das ist das Dümmste. Entschuldigung, wenn ich es mal so sage. Ich habe mir das auch abgewöhnen müssen. Ein Bruder hat es mal wunderbar gesagt. Er hat gesagt, glänzend. Und ich habe gedacht, oh, dem geht's glänzend. Und er hat gesagt, ich werde gerade geschliffen. Er meinte, das war das Glänzende. Die haben einen Wahlspruch. Und die haben was ganz einfach gesagt. Wenn die sich gesehen haben, haben sie die Hand genommen, sich in die Augen gesehen und haben sie gesagt, Kampf und Sieg. Wisst ihr, und das möchte ich Ihnen mitgeben. Der Kampf kann ich nicht verhindern. Ich kann doch nicht mal sagen, wo er manchmal herkommt. Aber was ich auch nicht verhindern kann, ist der Sieg, wenn ich mich aufs Opfer Jesus stelle. Wenn ich einfach kindlich wie ein kleines Kind durch den Geist des Glaubens, das glaube, was die Schrift sagt, mich draufstelle, dann kommt der Sieg. Ich möchte beten.